Hallo, meine Lieben. Ich bin's wieder mit einer kleinen Mod-Vorstellung. Heute mit dem John Deere 6R von den lieben Dieselzwerg. Er hat Folgendes gefixt: Den Monitor an der Armlehne, Kennzeichenbeleuchtung hinten hätte er geändert, schreibt er. Farbe des Oberlenkers hinten, Material an der John Deere FL-Konsole und den Werkzeugkasten ausgeblendet. In Klammern schreibt er, hier war das falsche Material vergeben, sollte ja nicht Plastik sein. Den Fixed hat er den Hosehalter bei Hauer und Quick-Konsole. Wozu ein Hosehalter, wenn die FL nicht mal Schläuche hat? Gut, neu ist hinzugekommen. Neues Dashboard. Start-Icons beim Start des Motors. Icon für Druckluft, Tank und Motortemperatur. Leider noch ohne Animation, schreibt er. Anderer Oberlenker vorne und Bolzen verbaut. Edition-Auswahl. Fangschalten zum Auswählen an der FH werden beim Ankoppeln aus- oder eingeblendet. GPS mit RTK zur Auswahl. Farbfall, GPS und Felgen. John Deere Radgewichte von dem Modder Blau Air. Ich hoffe, das habe ich jetzt richtig ausgeschraubt. Und er schreibt, das ist hier ja keine Einbauküche mit 5000 Reifen, Lichtern und Farboptionen. Einfach ein etwas verschönerter 6R mit kleinen Optionen und Fixes, die in LS22 etwas näher bringen. So, was hat er denn jetzt der Gute? Also der normale John Deere im Spiel hat kein GPS. Kann man nämlich hier aktivieren, GPS. Er hat auch keine Fangschalen FH. Das ist das hier vorne. Also wer mir sagen kann, was diese Fangschalen, was die für eine Funktion haben, wäre nett. Ich weiß es nämlich nicht. So, dann hätten wir den Frontlanderbau. Einmal Hauer, Quickie und einmal den klassischen John Deere. Motorausführung ist gleich geblieben. Einmal mit 280 PS und einmal mit 300 PS. Also da hat sich nichts getan. Dann könnt ihr von den GPS, ich gehe mal wieder zurück, so, vom GPS die Farbe Standardgelb haben oder wenn ihr wollt auch in Schwarz, wer gerne auf Schwarz steht. Die Felgen könnt ihr statt Gelb auch in Schwarz halten. Mehr ist da eigentlich jetzt nicht zu sagen. So, und jetzt gehen wir mal zurück. So, das ist der vom Dieselzwerg. Und das ist der reguläre. Also, sie sehen gleich aus. Also, es hat sich nicht allzu viel geändert. Schreibt er ja selber. Gehen jetzt einfach mal rein. Und machen mal den Motor an. Von den Dieselzwerg 6R. Alles schön. Also, es ist alles wunderbar. Also, ich schon gesagt, er hat halt nicht viel gemacht. Er hat nur ihn etwas verfeinert, verschönert. Warum? Er hat irgendwas geschrieben hier mit der Startkonsole. Dass er die etwas verfeinert hat auch und wo alles, was so ein bisschen wie Plastik aussah, auch entfernt hätte. Fahren tut er sich wie der andere auch. Jetzt gehen wir mal zu den normalen. Wie gesagt, äußerlich sieht man nicht so viel. Ein bisschen am Dach, glaube ich, hat da auch was gemacht. Sonst wirklich, es ist wirklich nur Kleinigkeiten. So ein paar Feinheiten hat er gemacht. Warnblinklicht funktioniert. So soll es auch sein. Linker funktioniert auch, also hier muss ich nicht viel zu sagen, halt er hat ein paar Kleinigkeiten gemacht, ein bisschen verschönert, ein bisschen verfeinert, alles sonst alles ganz normal. Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung, wo ihr wegkriegt. So, das war's jetzt auch. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.